Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr meine Videoseite wieder besucht. Nun, wie ich das letzte Mal das Video über meine Filteranlage gedreht habe, tauchte die Frage auf, was es mit diesen Standrohren eigentlich auf sich hat. Und diese Standrohre sind eine ganz primitive Möglichkeit, um Wasser führende Leitung abzusperren. So wie hier in diesem Fall habe ich jetzt zwei solcher Standrohre verbaut. Eines dieser Standrohre trennt mir jetzt die Leitung vom Abwasserkanal, und das zweite Standrohr, das ist eine Reserveleitung, die nicht in Betrieb ist. Warum überhaupt Standrohre? Nun, die meisten von euch werden wahrscheinlich solche Zugschieber verwenden. Diese Zugschieber habe auch ich schon am Deich verbaut bzw. verbaut gehabt. Also mittlerweile habe ich mich von diesen Zugschiebern getrennt, wo immer es möglich war, weil einfach diese Zugschieber eine gewisse Anfälligkeit haben bezüglich Undichtheit. Das eine Problem an Zugschiebern ist häufig hier unten diese Gummidichtung. Wenn man jetzt zum Beispiel in einer Rohrleitung den Zugschieber stehend einbaut, dann setzt sich genau hier unten der Schmutz ab. Nun, was passiert? Wenn ich jetzt dann versuche, das Schwert zu schließen, dann bleibt mir hier unten ein Spalt offen, weil einfach da unten Schmutz drinnen ist. Ja, und dadurch dann der Schieber nicht mehr hundertprozentig abdichtet. Also auch hier wäre jetzt zum Beispiel meine Empfehlung, nach Möglichkeit den Schieber entweder waagrecht einzubauen oder überhaupt auf dem Kopf gestellt. Dann bleibt der Schmutz am Schwert selber liegen und beim Schließen des Schiebers wird der Schmutz aus den Dichtungen herausgedrückt. Das ist ein kleiner Tipp, wenn man Zugschieber verbaut. Nichtsdestotrotz neigen Zugschieber dazu, dass sie im Laufe der Zeit zu lecken beginnen. Das heißt, dass sie undicht werden. Nun, die Lösung ist denkbar einfach. Wenn es geht, kann man ganz einen einfachen Tankkonnektor verwenden, so wie ich hier einen gebrauchten alten Tankkonnektor in DN110 habe. Nun, und hier in diese Führung kann man genau ein 110er Kanalrohr oder HT-Rohr einstecken. So ein Kanalrohr kann man zum Beispiel oben mit einem Griff machen, dass man es gut halten kann, ja, und dann in jeder x-beliebigen Länge ausführen. Wenn man jetzt hergeht und das Kanalrohr hier in diesen Tankkonnektor einsteckt, dann hat man eine Abdichtung und zugleich wird dieser Zufluss, diese Rohrleitung durch das Standrohr, wie man das nennt, abgesperrt. Ja, und wie das jetzt in der Praxis aussehen kann, das werde ich euch jetzt ganz kurz vorführen. Ja, ich werde hier jetzt einmal eine Zulaufleitung von einem Bodenablauf in meinem Filter absperren. Dazu verwende ich jetzt ein herkömmliches HT-Rohr in DN110, stecke das in einen Tankkonnektor hinein. Und schon ist hier jetzt dieser Zulauf vom Bodenablauf zum Filter getrennt. Und der Vorteil ist einfach hier derjenige, dass man ohne große Probleme hier schnell Leitung stilllegen kann. Das ist primitiv aufgebaut, hat keine großen Dichtungen, keine Dichtflächen. Das macht auch einigermaßen gut dicht, vor allem wenn man jetzt so ein Standrohr längere Zeit nicht aus Rohrleitung rauszieht und wieder reinsteckt, wird es total dicht. Ja, und es kostet einfach im Vergleich zu einem Zugschieber so gut wie gar nichts. Mir persönlich gefällt diese Art, um Leitungen abzusperren, wirklich gut. Ja, man kann es eigentlich auch x-beliebig dann erweitern. Mit solchen
Standrohren könnte man jetzt da zum Beispiel einen Durchfluss drosseln. Dazu müsste man jetzt hergehen und ein Standrohr einfach in der Länge einkürzen. Dann läuft nur eine gewisse Menge über. Ja, und jedes Standrohr hat hier eine Muffe und anhand dieser Muffe hätte man dann die Möglichkeit, sogar einige Zentimeter da im Niveau zu arbeiten. Das heißt, man könnte auf einfache Art und Weise sogar einen Durchfluss hier einstellen. Ich werde jetzt diese Standrohre wieder entfernen. Dann kann man gut sehen, wie schnell sich die Kammer auch wieder füllt. Ja, so viel zum Thema Standrohre am Teich und aus meiner Sicht auch zu den Vorteilen, die so ein Standrohr gegenüber einem herkömmlichen Zugschieber bringt. Ja, ich hoffe, es war wieder ein interessantes Detail von der Teichanlage. Bis zum nächsten Mal. Mit freundlichen Grüßen, euer Roland Roth.